Magische Kapelle on the road in Wien. Heute mal vom heimischen Sofa aus und nicht, wie ihr es gewohnt seid, on-site, wie man so schön sagt, also nicht vor Ort, sondern ein bisschen nachkommentiert. Und zwar aus folgendem Grund. Ich war mit meiner Freundin zu einem Städtetrip in Wien und habe mich dazu entschieden, dass ich keine DSLR mitnehme, ich nehme keinen Osmo Pocket mit, ich nehme keine GoPro mit, ich nehme kein Stativ mit, ich nehme keinen Gimbal mit, ich nehme keine Mikrofontechnik mit, sondern ich dokumentiere diesen kompletten Trip mal nur mit dem Handy. Das hatte natürlich zur Folge, dass einiges an Tonaufnahmen, bei denen ich zum geneigten Publikum gesprochen habe, tendenziell nahezu unmöglich war, weil immer dann, wenn ich was sagen wollte, war Wind und immer dann, wenn ich was hätte sagen können, hatte ich nichts zu sagen. Wenigstens das Geklapper von der Fiaker habe ich geschafft aufzunehmen. Kommen wir aber mal zurück zum Anlass oder zur Bedeutung dieser Reise für mich. Wie jeder von euch da draußen mit Sicherheit weiß, hat Wien ja eine sehr prägnante musikalische Historie. Da stehen ja auch überall so Statuen rum mit so Leuten mit der Geige und mit so Zöpf und was auch immer. Also aus dem Bereich der Klassik. Allerdings ist das was, was mich jetzt nicht so ganz interessiert. Wer mich kennt, der wird es auch verstehen. Aber wer mich etwas genauer kennt, der wird auch verstehen, dass ich ein großer Fan der österreichischen Liedermacher der 70er bis heutigen Jahre bin. Und um die mal an zwei Händen aufzuzählen, wären das natürlich der Wolfgang Ambros, der Georg Danzer und der Rainhard Fendrich. Nein, das ist kein Schlagerfuzzi, sondern ein Liedermacher. Und dann kommen die drei Herren Steinbecker, Thiemischel und Schiffkowitz, besser bekannt als STS. Und in vielen dieser Lieder wird eben auch irgendetwas über die Stadt Wien zum Besten gegeben, was bei den ersten dreien kein Wunder ist, denn sie kommen aus Wien. Und nachdem wir uns dazu entschieden haben, mit dem Intercity der Deutschen Bahn nach Österreich zu fahren, ging es dann auch nach relativ pünktlicher Ankunft an einem der ersten U-Bahnhöfe los. Da hing nämlich irgendwo ein Schild Richtung Favoriten. Ich wusste bis dahin zwar nicht, was das ist, kannte es aber aus der folgenden Textzeile. Gestern fuhren mit dem Rampen Richtung Favorit. Draußen rechts und drinnen stinkt's und ich stehe in der Mitte. So, da waren wir also mitten in Wien, irgendwo in der Nähe vom Volkstheater und noch 300 Meter oder 200 Meter bis zur Unterkunft. Und diese Unterkunft war kein Hotel, sondern eine Ferienwohnung. Meistens, wenn wir so unterwegs sind, suchen wir uns eine Ferienwohnung, weil wir da einfach freier sind in dem, was wir tun, sind nicht an irgendwelche Essenszeiten gebunden, sondern können quasi tun und lassen, was wir wollen. Und wir waren dort in einem alten, also einem sehr alten Haus und hatten dort eine Ferienwohnung namens Sissi. Wen wundert's? Da schauen wir jetzt auch mal kurz rein. Ja, soweit also zur Ferienwohnung, die wir gebucht hatten. Und die war so zentral gelegen, dass man mit 5 bis 10 Minuten Fußmarsch schon fast an den Hauptsehenswürdigkeiten der Stadt angelangt war. So, für mich war in Wien wichtig zu sehen, die bedeutendsten Gebäude erstmal. Wichtig war für mich, jede Menge Kaffee zu trinken, ihr kennt mich, und was das Thema Kaffee anbelangt, war es für mich ganz wichtig, ins Café Havelka zu kommen. Und bei unserem ersten Ausflug in die Stadt Richtung Stephansdom stand ich auf einmal, ohne dass ich damit gerechnet hätte, vorm Havelka. Ja, und in diesem Havelka drin ist es tatsächlich noch so wie vor 50, 60, 70 Jahren. Das Café wurde vor weit über 100 Jahren eröffnet und dort atmet noch das Flair dieses ehemaligen Künstlercafés, in dem Größen wie Grazia Patricia und André Heller verkehrt sind. So, und wer den Herrn Fendrich kennt, der kennt vielleicht auch das folgende Lied. Sie kennen Mexiko, wir aus Tokio. Sie machten in Peru tagelang kein Auge zu und haben sie schon nachts gesehen. Haben sie mich schon gesehen. Und auf die Frage, ob ich Wien denn schon bei Nacht gesehen hätte, ja, wir haben es bei Nacht gesehen, denn wir waren ganz zünftig, wie sich das gehört, zum Wiener Schnitzelessen und haben dabei einen sehr bekannten österreichischen Landsmann getroffen, den viele von euch auch persönlich kennen, und zwar ist es der hier. Ich habe mich nämlich mit Adventure Time 74 getroffen und wir haben einen sehr netten Abend dort mitten in Wien verbracht, bei Wiener Schnitzel und Hausbräu in so einer Brauereigaststätte. So, nachdem wir jetzt die Herren Danzer, Ambros und Fendrich abgeklappert haben, schauen wir uns mal an, was die drei anderen Herren von STS zum Thema Wien zu sagen haben. So, wenn man jetzt versteht, dass die drei Herren ursprünglich aus der Steiermark stammen, dann versteht man das vielleicht. Es gibt aber noch ein kleines Fitzelchen Wien in dem soeben angespielten Lied. Und zwar geht es da um den Semmering oder das Semmering oder die Semmering oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich auf irgendeiner der Karten, die wir durchwühlt haben auf unserem Weg durch Wien, auch Semmering gelesen, und da hören wir uns das jetzt an. Und den ganz bekannten Teil dieses Liedes hinten, den habe ich jetzt mal weggeschnitten, weil vielleicht gibt es dann wenigstens nur ein Strike, weil der erste Teil ein bisschen länger war. Aber ich glaube, die meisten von euch werden das Lied kennen. Wer das Lied erkannt hat, der kann natürlich mit Hashtag, also eckige Klammer auf, Name des Liedes hier einfügen, Klammer zu, unten in die Kommentare mal kommentieren. Außer den Bewohnern der österreichischen Region. Ihr seid davon ausgenommen, weil ihr kennt das mit Sicherheit alle. So, und nachdem wir jetzt quasi uns jeden Tag mit 15.000 bis 20.000 Schritten durch Wien gelatscht haben und uns sämtliche Sehenswürdigkeiten angeschaut haben, inklusive Besuch auf dem Naschmarkt mit tonnenweise Falafel und sogar frischen Austern, gibt es jetzt ein paar Schnittbilder und ein paar Impressionen aus Wien. sondern dann war es mir ja ein Anliegen, auch mal in das Kunsthistorische Museum zu gehen. Für das Naturkundlich-Historische Museum hat leider die Zeit gefehlt, das hätte ich mir auch gern angeguckt. Aber dieses Kunsthistorische Museum mit der aktuell stattfindenden Tizian-Ausstellung war auch schon für mich was Besonderes, nämlich mal solche großen Meister direkt aus der Nähe zu sehen. Das ist schon beeindruckend. Mit Tizian konnte ich jetzt nicht so viel anfangen, aber Rubens, Bruegel und Bosch und Dürer waren für mich dann schon eher greifbar. Man hat auch gesehen in einem dieser Ausschnitte, dass das Bild Die Bauernhochzeit da von einer Bediensteten des Museums, Angestellten, live kopiert wurde. Also die saß da mit ihrer Staffelei und mit ihrem Farbkasten und hat das Bild hinten an der Wand hängend, vorne, 1:1 nachgemalt. Und das sah so top aus. Ich wollte halt innerhalb des Museums nicht so viel filmen, weil da ständig einer mit so einer Patsche rumgelatscht ist und hat einem auf die Hände geklappt. Außer bei den Asiaten, die sind da ja völlig schmerzfrei. Ich musste mich auch, als ich die Dame da gefilmt habe, vor einen Asiaten drängeln, der sich vor mich gedrängelt hat, obwohl er gesehen hat, dass ich mit der Kamera da stehe. Wobei vielleicht hat er gedacht, der Depp filmt mit dem Handy, der hat eh nichts drauf. Aber egal. Auf jeden Fall stand ich vor einem riesen Rubens-Gemälde, 4 Meter hoch, keine Ahnung. Und ich habe die Angewohnheit, mir diese Bilder immer aus gebührender Entfernung anzugucken, damit ich mir so die Bildkomposition anschauen kann. Und dann gehe ich mal ein bisschen näher dran. Und beim näher rangehen habe ich gesehen, da ist ein Fuß im Bild, der keinerlei Verbindung zu einer der darauf gezeigten Personen hat. Schauen wir uns mal kurz an. Interessanterweise wird über diesen Fuß in der Literatur bisher kein Wort verloren. Es gibt wohl irgendwo Aufzeichnungen, wo jemand sagt, ach, da in dem Bild, da ist ein Fuß. Aber wieso, weshalb, warum, konnte mir noch keiner sagen. Vielleicht weiß ja jemand von euch da draußen etwas über den Fuß oder den vergessenen Fuß oder den Extrafuß in dem Rubensbild Mariä Himmelfahrt oder die Himmelfahrt Mariens, oder da ist man sich ja auch nicht einig. Also vielleicht wisst ihr, was es mit dem Fuß auf sich hat, oder vielleicht kennt ihr jemand, der wissen könnt, was es mit dem Fuß auf sich hat. Schreibt es mir in die Kommentare, es würde mich interessieren. Wenn nicht, muss ich halt mal gucken, wen ich kenne, der Kunsthistorik studiert hat. So, das war also der Trip nach Wien. Ich möchte jetzt noch hinten anhängen, kurz unsere Erfahrung mit der Deutschen Bahn, mit der ich ja schon seit vielen Jahren auf Kriegsfuß steht, weil eigentlich bisher jedes Mal, wenn ich selbst eine Reise mit der Deutschen Bahn unternommen habe, ging immer irgendwo irgendwas katastrophal schief. Und so war es auch dieses Mal. Auf der Hinfahrt hatten wir eine Viertelstunde Verspätung geschenkt. Was ich nicht so gut fand, ist, dass man mit Übertreten der österreichischen Grenze auf einmal kein WLAN mehr im Zug hatte, weil, also ich habe quasi ein Ticket mit WLAN gebucht, aber in Österreich gibt es das nicht. Gut, egal, es gibt ja auch Funk, geschenkt. Die Rückfahrt hat allerdings 1 Stunde Verspätung mit sich gebracht und hat mir mal wieder gezeigt, dass Zugreisen, naja, sagen wir mal, doch auch in der heutigen Zeit noch manchmal ein Abenteuer sein kann. Muss ich natürlich vorausschicken, hier trifft die Bahn keinerlei Schuld, sondern die Bahn hat in 2 der 3 im Folgenden geschilderten Fälle sogar hervorragend reagiert und agiert, aber dazu kommen wir gleich. Los ging es, dass im ersten Halt nach Wien, weiß gar nicht mehr, St. Pölten kann das sein, stieg eine ungarische Familie ein, Vater, Mutter, Kind, Kind so 10. Und nachdem die sich gesetzt hatten, neben einem 2-Meter-Hünen aus Wien, ging der am rechten Arm stark bebilderte junge Herr dazu über, eine Reihe von Bierflaschen zu öffnen, und zwar ungefähr in folgender Manier. Er hat also sein Handy genommen und hat mit seinem Handy die erste Bierflasche aufgemacht. Kann man machen. Geht halt unter Umständen das Glas kaputt, wenn man keinen Schutz außenrum hat. Und so geschah es. Und als er die erste Bierflasche geöffnet hatte, irgendein mexikanisches Fabrikat mit D, wisst ihr Bescheid, und dann wie ein Weinsommelier dran gerochen hat, habe ich gedacht, oh, das geht böse aus. Bis sie dann in Würzburg, war es in Würzburg oder war es in Nürnberg, also irgendwann sind die dann auch ausgestiegen, nach 3 Stunden oder 4 Stunden. Zwischendrin war der junge Herr völlig zusammengebrochen und im Vollsuff erlegen, nachdem der Österreicher ausgestiegen war, über 2 Sitzbänke hinweg gestreckt, da niedergeschossen, und es standen 10 bis 12 leere Bierflaschen auf diesem Tisch. Wir saßen in so einer Doppelreihe, also mit Tisch zwischen uns, und die saßen auf der anderen Seite. Zum Eklat kam es dann, als der junge Herr bei seinem 3. Bier ungefähr eine Dose öffnete, Becksbier. Die ist ihm natürlich um die Ohren geflogen, weil sie wahrscheinlich zum Zug gehechtet sind wie die Gestörte, permanent zu spät. Das heißt, er hat sich total eingesaut mit Bier. Man hat es natürlich auch ein bisschen gerochen, passiert. Und dann kam ein junger Mann durch den Gang gelaufen. Und exakt in dem Moment, als der junge Mann neben diesem Fahrgast war, hat der Zug eine ruckartige Bewegung auf die Seite gemacht. Und der junge Mann ist gestolpert und an unseren Reihennachbar gestoßen, was der natürlich lautstark mit Beschwerden und mit Maulen und pass doch auf und du Idiot kommentiert hat. Da war es dann aber auch erstmal gut. Als der junge Mann dann wieder zurückkam, hat er ihn nochmal angepöbelt, hat ihn beschuldigt, er hätte ihn total eingesaut, obwohl er es ja selbst war. Der junge Mann hat sich 100 Mal entschuldigt oder 95 Mal, und beim 96. Mal hat er gesagt, man müsste ja auch nicht so viel Bier saufen, wenn man mit dem Zug fährt. Und habe schon gedacht, oh, jetzt gibt es richtig Beef. Aber es war dann gut, weil der Vater ist dann nach dem 10. Bier endlich eingepennt. Ja, schlimm daran war, dass die junge Dame, offensichtlich die Mutter des Kindes, sich an dem Bierkonsum einigermaßen beteiligt hatte. Und der Kleine, der am Fenster saß, irgendwann auch mit einer Bombe, also Bomb ist 0,5, ne? Stand Gösser drauf, und hat da, habe ich gedacht, alter Schlappe du hier, das kann doch auch nicht wahr sein, oder? Ich meine, man kann ja mal ein Bierchen zischen oder 2, aber dass man sich im Beisein seiner eigenen Familie im Intercity die Lichter ausschießt, scheißegal ob Urlaub ist oder nicht, muss ja auch nicht sein, ja. Später hat er noch gegenüber seinem Wiener Nachbarn geprahlt damit, dass er seine Bierflaschen ja mit dem Handy aufmacht, und er hat ja eine Sicherung. Das heißt, immer wenn das Handy kaputt ist, holt er sich ein neues für um. So viel zum Thema Nachhaltigkeit in osteuropäischen Ländern oder in einigen. Ja, gut. Irgendwann hat der Zug angehalten, mitten in der Pampa. Jeder hat aus dem Fenster geguckt, hat sich gefragt, wo der Bahnhof ist, und hat auf den Fahrplan geguckt, wo man denn gerade sein könnte. Und dann kam eine Durchsage. Sehr verehrte Gäste, wir werden die nächsten 40 Kilometer in Schrittgeschwindigkeit auf Sicht fahren müssen, da sich eine suizidale Person im Bereich des Gleiskörpers aufhalten soll. Hatte mal also irgend so einen Selbstmordkandidat in der Nähe des Gleiskörpers. Gut, da ist die Bahn halt vorsichtig. Man kann es ja auch verstehen. Ich möchte nicht in der City Lokführer sein und so ein Spinner rennt mir vor den Zug. Da wirst du ja dein Leben nicht mehr froh. weil mit Gefahrenbremsung ist da nichts. Das Ding braucht ja einen halben Kilometer, bis es stehen bleibt, wenn der mit über 200 durch die Walachei ballert. Ja, irgendwann hat der Lokführer dann wieder Gas gegeben und die Gefahrensituation war anscheinend vorbei. Die Ungarn hatte schon lang den Zug verlassen, als auf einmal wieder ein junger Mann durch den Gang kam. Und auf einmal stand hinter meiner Freundin ein weiterer junger Mann auf und er hat zu dem jungen Mann im Flur gesagt, Entschuldigung, können Sie mal bitte dem Schaffner Bescheid sagen? Ich kriege einen epileptischen Anfall. Sie müssen den Zug anhalten. Ich brauche einen Notarzt. Woraufhin der junge Mann im Gang auf einmal weg war. Also der hat irgendeinen Warp-Antrieb gezündet. Meine Freundin hat sich umgedreht und hat gesagt, haben Sie Medikamente dabei? Ich kenne mich aus. Mein Neffe ist Epileptiker. Dann haben wir den jungen Mann erstmal in den Zwischenraum verfrachtet, also zwischen den Waggons, haben ihn auf seinen Rucksack gelegt. Dann hat die Schaffnerin oder der Schaffner eine Durchsage gemacht im Zug und gefragt, ob ein Arzt anwesend sei. Es gäbe einen Notfall. Er soll mal, wenn er kann, zwischen Waggon X und Y komme. Dann ist auch schon die Schaffnerin gekommen und hat sich die Situation mal betrachtet. Ich habe mich dann wieder zurückgezogen, weil es müssen ja nicht 15 Leute um den jungen Mann rumstehen. Der war dann zu dem Zeitpunkt noch relativ klar und hat gesagt, es tut ihm leid, aber sie müsse einen Nothalt machen. Und hat dann auch meine Freundin gesagt, er hat einen ganz frischen Zugang geleckt gekriegt. Also der wäre auch offen und wenn die Sanitäter kommen, dass sie das wissen. Dann sind auf einmal noch 2 Personen gekommen. Das waren 2 zufällig anwesende Rettungssanitäter, die sich dann mit drum gekümmert haben. Und dann haben wir in Lohr am Main einen Nothalt gemacht. Und dann hat es 3 oder 4 Minuten gedauert. Und schon war der Rettungssanitäter da und eine halbe Minute später ist der Notarzt hinterhergeflitzt gekommen und man hat sich um den jungen Mann gekümmert. Einer der Rettungssanitäter, die im Zug waren, hat dann noch geholfen, den jungen Mann rauszutragen. Ich hoffe, er hat es gepackt. Das war schon eine sehr beklemmende Situation. Und als dann wieder alles sortiert war, ging es dann weiter und wir kamen halt mit irgendwas über einer Stunde Verspätung in Frankfurt am Bahnhof an. Was jetzt kein Problem ist, es hatte ja seine Gründe. Es war ja jetzt nicht, dass irgendwo ein Klo verstopft war und der Zug nicht mehr weiterfahren konnte. Wobei eine von der Toilette war halt doch schon ab Wien dicht. Ja, Rotlämpsche. Hat keiner sauber gemacht. Ja. Ist halt so, wenn ein Zug von Oberuna kommt und nicht erst sauber gemacht wird, sondern gleich die Leute rein und ab wieder zurück in die Heimatrichtung. Da müsste man bei der Deutschen Bahn vielleicht doch ein bisschen mehr Sorgfalt an den Tag legen, weil wenn du dann in so einen Zug einsteigst und machst neben den Papierkorb auf, der an so einem, am Tisch da befestigt ist und der quillt über, hast du halt gelust, gell? Bringst du deinen Scheiß raus auf den Flur, ist der Papierkorb auch voll. Ja. Nicht verstehen kann ich nach so einer Zugfahrt dann die Kommentare von irgend so einem vielreisenden Bekannten, der gesagt hat, bei über einer Stunde Verspätung, da kannst du aber 25% des Fahrpreises zurückfordern. Da habe ich gesagt, sag mal, hast du noch alle Latte im Zaun? Da ist fast einer krepiert und ich stelle mich jetzt hin und fordere noch 25%, oder? Also echt. Ja, also, wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben und er hat hinterher was zu erzählen. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen von Wien und habt wieder mal ein bisschen mehr gelernt über den Mr. B und seinen verrückten Spleen, was österreichische Liedermacher anbelangt. Und ich hoffe, die 3 Storys zum Schluss haben euch nicht allzu sehr gelangweilt. Bis zum nächsten Mal. Wir singen.